So, das ist wir ja machen weiter bei Among Us. Je Martin nachdem, ich Luther habe keine ganz Ahnung, wie die anders. letzte Aufnahme angekommen ist, aber wir nehmen jetzt einfach natürlich einfach nahtlos weiter auf. Wir haben noch nichts an den Einstellungen verändert. Es bleibt noch alles, wie es ist. Einzige, was sich geändert hat, ist, dass sich jetzt Ricardo zu HF umbenannt hat. Aber Und wir haben Das hat einen die Task Task, weniger. die Task Genau, wir haben hast du einen doch auch Task gemacht, weniger, ja. stimmt richtig. Eine kurze Aufgabe habe ich rausgeschmissen. Also es hat sich nichts geändert, außer dass sich was geändert hat. Genau. Ist richtig. So wie immer. Und ich hole mir jetzt einen anderen Hut, ich will den Partyhut nicht mehr. Immer Ich diese nehme scheiß jetzt Erinnerung. 1,50 hast du Abstand, die Facecam bitte. Was ist die das denn? Es Facecam gibt für eine die Kamera an, oder Maske? Okay, ich gehe mit der was? Maske. Wo ist 1,50 die Abstand Facecam, jetzt. Conan? Stabil. Ja. Ich war 1,50 Abstand, Conan, danke. Komm, Ja, lass Wir doch mal machen wirklich einen Facecam C-Stream. machen. Also ich starte und ich mute mich. Übrigens, wenn man einen Heiligenschein hat, dann ist die Chance, dass man Imposter ist, 90% geringer. Ja, das ist jetzt wirklich. Aha. Darf ich Ich jetzt kann mal Imposter? Rügener Ich darf wieder nicht Inselbräu Imposter German sein, das Post ist nicht super. empfehlen, das ist Kacke. Ach, ich darf einfach Alles nicht klar. Imposter sein. So, diesmal gucke ich, habe ich hier. Okay, ich habe nichts in Cafeteria. Diesmal laufe ich nicht hier irgendwie komisch durch die Gegend. Da ist mein erster Task. Na, Abflug. Oh. Zinni macht auch Task. Zinni macht einfach auch Task. Irrigation. Ah, das war das Ding. Nochmal Zinni macht auch. Okay, Zinni macht ziemlich sicher Task. Man läuft nicht so. Also, ich kann schon so rumlaufen, aber. Okay. Da hat Zinni keinen Task. Faultier macht Task. Ah, da habe ich gar keinen Task. Wo ist mein anderer Task? Da. Kenne mich doch nicht aus. Aber ich bleibe bei Zinni. Der scheint mir recht safe zu sein. Der hat die gleichen Tasks wie ich vor allem. Oh nein, das ist dieses. Wie geht das? Ja. Das habe ich. Ach. Okay. So schlimm ist es gar nicht. Das sieht man immer so in so Memes, dass jemand diese Karte nicht hinkriegt. So schlimm war das gar nicht. So, dann haben wir in Elektrik noch einen Task. Noch nie eine Leiche gefunden. Da macht Dani gerade einen Task. Den würde er jetzt auch nicht machen, wenn er da alleine. Also Dani und Zinni bisher würde ich sagen relativ safe. Dann sehe ich das richtig? Ich habe nur noch zwei Tasks, dann bin ich fertig. Oh nein, das ist die lange. Oh nee. Okay. Jo, ich Bist habe tot? richtig viele Tasks Zwei, geschafft in der Runde. Chris. Was? Junge. Ich habe eine kurze Frage an Conan. Wo warst du, nachdem du in Lower Engine warst? Warte, ich muss die Karte aufmachen. Du Dann kann wärst ich mal dir sagen, fragen, wo ich war. Ich war ganz wo die lange mit Leichen Zinni gefunden waren. unterwegs. Und Zinni kann ich eigentlich Okay. als safe bezeichnen. Der hat auch Tasks wie ich gemacht. Weil Wo ich ist war Lower nämlich. Engine? Unten links. Dann bin ich zu Reaktor hochgelaufen und habe da den Task gestartet, konnte ihn aber nicht Aber sag fertig mal, machen. es sind zwei Leute gestorben, ja? Ja. Anni, Ja. wo Ich warst habe du nur vor? eine gefunden. Die lag Wo hast in du die gefunden? Medbay. Und wer war das? Half oder Nico? Das war Nico, nicht HF. HF spielt ja Nico. nicht mit. Wie auch immer, auf jeden Fall, der hier half, So. also den hatte ich zuletzt nämlich gesehen gehabt beim Reaktor und ich war dann nach unten weitergegangen und dann kam mir Conan entgegen und der half heißt ist jetzt ja tot, deswegen hatte ich gefragt, wo Conan Dani, wo warst hingegangen du ist. vor Admin? Wo warst du vor Admin? Warst du im rechten Bereich oder eher im linken Bereich? Ich war Security und dann bin ich über Lower Warte Engine mal, Electrical, da habe ich Conan okay. getroffen, der auch mit mir einen Task gemacht hat und dann bin ich in Admin rein und hatte so ein Okay. bisschen Schiss, dass du mich gleich killst und bin deswegen um den Admin-Tisch immer rumgelaufen und habe ich gesehen, dass du aber auch einen Task, glaube ich, auf der anderen Seite gemacht hast oder so. Also ich wollte dahin, da hat der Pfeil Ali, angezeigt, diese O2. was ist das mit der O2 oder Karte, was O2. man da machen kann? Da kannst du die Leute sehen, das habe ich erstmal gemacht, wo die sind. Kann man Glaube das ich. auf beiden Seiten vom Admin-Tisch Nein, machen? der andere ist ein Task. Ach so, dann hat Flo im Zweifel den Task gemacht Also oder auch rechts ist nicht der und ich habe Task das mit der mit Karte der gemacht. Karte, die man schieben muss. Hast du den Task gemacht, Ja, Dani? ich habe das mit der Karte gemacht, Ja, ja. okay. Ja, das habe ich schon gewundert, weil du warst auf der rechten Seite, ich war auf der linken Seite. Ja, Okay. genau. Aber Das wo hatte ich war als jetzt allererstes gemacht, glaube HF? ich. HF, keine Ahnung, das werden wir auch nicht erfahren. Okay, Wo wurde die scheiße. Leiche gefunden, Das. Jan? Ich habe die Leiche von Nico in Medbay gefunden. Die andere, keine Das ist Ahnung. unser Es wird Nico. ja nur In eine Medbay? aufgedeckt. Ach, Sag. da oben ist Medbay, okay.
Und ich sag halt, HF müsste da auch irgendwo gewesen sein, weil der ist von Reaktor aus nach oben weggegangen und ich war nämlich nach unten weggegangen. Von Reaktor aus nach. Okay, dann also ich war auf jeden Fall mit Flo in der Cafeteria eingesperrt. Und Flo ist dann aber nach Cafeteria. Süden weggegangen und ich bin dann nach links weggegangen. Admin, ja. Hat denn irgendwer irgendeinen Verdacht oder wollen wir einfach erstmal skippen und weitermachen? Wer war denn deiner? Wer war denn deiner? Ich kann sagen, dass Zynis sicher ist, der ist relativ viel mit mir rumgelaufen, hätte mich jederzeit töten können. Gut, vielleicht hat er aber ja schon HF am Anfang getötet und da hat er. Ja, natürlich, ich weiß, das könnte dieser Cooldown ist, sein. Also, das Kill-Down ist definitiv nicht so gewesen. Ich hatte HF halt noch relativ nah am Ende der Runde lebt gesehen. Eben, das hat ja gerade Dings gesagt. Und also, wie gesagt, ich war mit Flo in Cafeteria zwischendurch eingesperrt und Flo ist dann nach Süden weggegangen. Dani kann ich eigentlich auch relativ sicher sagen, dass das nicht Weapons war, weil er auch da einen Task in Electrical gemacht hat und man stellt sich da eigentlich normalerweise nicht allein hin, wenn keiner da ist. Ja, wir könnten halt Fake-Playen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich skippe mal. Ich skippe auch. Oh, alles skippen. Okay. Wir haben auch viel Tasks so, gemacht. Mute. Okay. Keiner raus, übersprungen. Nehme ich eigentlich, ja, ich nehme den Ton auf. Gut, wir machen unseren Task weiter bei Reaktor. Ist wahrscheinlich nicht so klug zu sagen, dass man das macht. Also ihr jetzt euch kann ich sagen, ne? Aber. Ah, fuck! Nein, muss ich jetzt von vorne loslegen? Was ist. Oh nee. Kümmert sich da jemand drum? Gott sei Dank ist die weg. So, ich eile. Ach, wo ist denn das? Hier in Medbay oder wo? Alright, na dann mach ich meinen Task noch zu Ende. Wie geht das? Use. Ist das mein Task? Klinik. Use. Das ist ein Task? Ah, Tatsache. Okay, cool. Ja, dann habe ich jetzt alle Tasks weg. Kann ich da eigentlich auch mithelfen als Geist? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, das kann ich als Geist nicht machen. Aber das ist Kacke. Jetzt wüssten wir natürlich nicht, wann Conan die Aufnahme. Also Conan liegt oben in dem Gang zu Reactors und ich kann hellblau aus. Ja, wir haben uns gerade. Also hellblau ist auf jeden Fall kein Imposter. Okay, danke. Bin ich auch nicht. Also. Same. Woran hast du das erkannt, dass ich jetzt kein Imposter bin? Würde mich nur interessieren. Weil du die Waffentask gemacht hast und das eine Visual-Task ist. Ja. Okay, danke. Ja, ich habe diese 20, ich hab diese 20 Asteroiden abgeschossen. Okay. Die anderen jetzt? Dani, Konter, wo wart ihr? Also ich Dani und ich habe den Reaktor gemacht, auf jeden Fall. Ihr beide kann sagen, Reaktor, da war niemand sonst. Ich glaube, ich habe Zynium Storage gesehen. Kann das sein? Zuletzt? Wo haben wir uns gesehen? Also ich war mal in Storage, als ich auf dem Weg war zu Reaktor. Okay. Auf dem Weg zum Reaktor, wo wurde die Leiche gefunden? Nach Reaktor wieder zurück. Also aber Reaktor war fertig und ich bin dann oben rum zurückgegangen. Ja. Oben in dem Gang. Vor Medbay ungefähr. Hast du, Zyni, hast du jemanden gesehen, der von da oben kam? Ich kam von unten und Jan war, glaube ich, auch da unten. Ich hab Angst. Ja, ich war schon relativ früh in Reaktor drin, bevor du drin warst. Und ich bin von unten auch gekommen. Ich war ja erst bei Reaktor, als ihr beide schon fertig wart. Ja, ich kam fast als letztes dazu, aber ich kam auch von unten. Dich habe ich gar nicht gesehen, Xehan. Ja, doch, der kam mir entgegen. Aber was Zyni sagte, das ist natürlich ein super guter Punkt mit dem Task da. Also Xehan scheint wirklich safe zu sein. Es sei denn, das ist irgendwie ein Komplott. Und wir das Ding ist, ich bin auch am Ende nicht.
Ich bin auch am Ende nicht mehr zum Reaktor so schnell hingegangen, weil ich noch meinen letzten Task fertig gemacht habe. Ich bin jetzt nämlich durch. Was ich auf jeden Fall als Punkt nochmal anführen möchte, ich finde es ein bisschen verdächtig, dass Counterfight immer noch lebt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er auch... Ich wundere mich auch, dass ich noch lebe, ehrlich zu sein. Ja, also ja, wir sollten auf jeden Fall jetzt irgendwen voten. Ja, und wir haben doch noch keinen rausgevotet, oder? Wer war zuletzt im Reaktor? Ja, hat denn wer einen Verdacht? Also ich würde mich gelb, orange und hellblau ausschließen. Ja, also das Ding ist halt, ich war der Letzte im Reaktor, aber ja, da mich die Leute ausschließen, ist das glaube ich kein Ding. Ich kann keinen ausschließen, da kein Schwein bei mir in der Nähe im Admin-Raum war. Wir haben uns kurz gesehen, Admin-Raum. Da bin ich. Ich habe dich einmal kurz gesehen. Ich glaube, in Communication bin ich runtergegangen, habe geguckt, ob da ein Task von, ist. Wo bist du denn, von wo bist du gekommen? Schnell, Counter. Von wo bist du gekommen? Bevor du beim Admin warst? In welcher Richtung warst du? Ich war die ganze Zeit da rechts in der Gegend. Also links rechts war ich. Ich habe dich nicht gesehen bei Navigation. Zuni, sag mal jemanden, den wir rausvoten sollen. Ich würde Flo voten. Das ist ja blöd. Gut gemacht. Ach, fuck, ich war zu langsam. Nein! Ah, oh, toll. Krass, wow. Ich hab auch Fight gewotet, weil ich ihn auch rechts nicht gesehen habe und ich da ziemlich lange war. Aber I don't know. Vielleicht habe ich ihn einfach übersehen. Ja, gut. Dann hat ein Verräter jetzt nicht gewotet. Da voten sie einfach Flo nicht raus. Dabei war doch alles richtig. Kann ich das? Nein, okay. Also das kann ich nicht. Schade. Ja. Dann besuchen wir jetzt Flo. Wo ist denn Flo? Krass, so sehe ich hier nicht, ne? Wo ist denn Flo? Wollte gerade sagen. Boah, Alter. Okay, ich hab Xehan gefunden, und zwar im Electrical Room. Bevor wieder irgendjemand was von mir will, ich war wieder im Admin-Raum und habe diesmal erfolgreich diese EC-Karte durch den Kartenschlitz gezogen nach 4 bis 5 Versuchen. Wer ist der Zweite? Sehr cool. Ja, also ich finde trotzdem Erste. Von, also Zuni und Karte Jan kam mir ja allerdings entgegen, als ich in den, den Electrical Room rein wollte. Hand ins Feuer legen, und zwar im Storage kam Jan mir entgegen. Also wenn es einer von den beiden ist. Ja, ich kam von links. Bin ich dumm. Du kamst von links und du hast nicht das Licht angemacht, was jetzt nichts bedeuten muss, aber du hast es auf jeden Fall nicht gemacht. Ja, ich wollte halt schnell zum Storage, um Benzin aufzuladen, und dann wollte ich auf dem Weg zurück, wollte ich Elektrische machen. Vielleicht hast du aber auch Xehan gekillt im Electrical-Raum. Ich gehe auf Jan und Flo. Du bist mir dann deswegen entgegengekommen. Nee, wie gesagt, ich wollte gerade im Storage Benzin aufladen, um dann halt zu Lower Engine zu gehen, und ich hätte dann auf dem Weg das Licht gemacht. Dani? Ja. Warum bist du eigentlich die ganze Zeit so frontend? Ja, muss ja sein, ne? Also wo warst du zuletzt? Diesmal habe ich keinen gesehen. Ich bin direkt im Süden und dann rechts im Communication-Raum. Da war wir wissen, keiner. Dass sie ja Dings sind, wie die aber, reagieren. Ja. Boah, scheiße. Halt du super, hast also Jan super. Im Electrical gesehen, ja? Ja, denn wir wissen ja, dass Flo... Electrical, ich habe Jan im Storage Flo, gesehen, wie gesagt. Interessant, wie sie reagiert. Okay. Also ich würde nach wie vor auf dich... Ich vote das. Auf dich vertrauen, Sunny, weil bei dir bin ich mir sicher, dass du es nicht bist, und bei den anderen dreien bin ich es mir überhaupt nicht mehr. Jan hat sich gerade für mich auch nicht sicher. Also ich würde halt dich und Donald auch nur ausschließen, weil ihr den Reactor gemacht habt. Also Jan hat sich gerade durchs Gespräch was ja auch ein bisschen nichts gemacht, muss, aber ne? Also das heißt, still. Das heißt doch gar das nichts, oder? Wohl, aber sagen wir es mal so, hätte ihr zwei es nicht gemacht, wären wir hochgegangen. Also ja, gut. Ich hatte halt am Reaktor vorhin auch locker irgendwie 10 Sekunden gewartet, bevor irgendjemand aufgetaucht ist. Ja, krass. War das so ja, knapp würde... tatsächlich? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Es war schon relativ knapp. Es war schon knapp, so Dani. Ja, dann wirst du es ja im Zweifel eher auch nicht sein, Jan. Aber ich habe halt Flo und Counterfight eben nicht gesehen, und ich habe die Leiche da gefunden. Ich habe auch nichts gesehen, außer... Ich bin in Süden und dann... rechts rum. Also du bist mir entgegengekommen, da stehe ich auch immer. War's auch. Ich habe wirklich niemand anderen gesehen, die ganze Runde. Wen hast du gewotet? Zuni, wen hast du gewotet? Ich hab wieder Flo gewotet. Okay, dann gehe ich jetzt mit dir, wir müssen jetzt jemanden rausvoten. Ja, haut Flo raus. Sorry Flo, aber... Ja, also wenn wir jetzt falsch voten, ist das Spiel halt vorbei, ne? Ja, aber was sollen wir machen? Überlegt es euch, also ich war unten und dann im Communications-Raum. Haben wir noch ich jemand anderen? Getroffen.
Also nicht wer einen getroffen. Voten wir jetzt alle Flo? Nee, also ich hab jetzt... Crewmates müssen Flo voten, weil, ansonsten haben weil wir verloren. Weil Dani so suspicious ist, habe ich Dani gewotet, so bin ich ehrlich. Scheiße jetzt. Ja, gut. Tschüss. Wenn aber, Moment mal, wenn gucken. Vier Leute Flo voten, hat der Imposter, der zweite Imposter hat gerade Flo mitgevotet. Jawohl. Das ist natürlich auch interessant. Wer kann das nun lesen? Ja, aber die können uns nicht lesen. Ja, ich kann eigentlich stehen bleiben, ne? Und einfach ein bisschen reden. Wir haben nichts zu tun. Wir können allerdings denjenigen beobachten, von dem wir glauben, dass er der andere Dings ist. Wo ist. Genau. Nee, ach so. Stimmt, die sollten eigentlich einfach nur die Tasks fertig machen. Wenn die Tasks fertig machen, haben wir auch gewonnen. Ah, das ist dieses Ding, was glaube ich erst, wenn man es richtig fertig hat, dann geht's erst hier hoch, ne? Das ist dieser Upload. Ja, jetzt ist er fertig. Okay. Holy shit. Zuni gekillt. Also Zuni war definitiv nicht. Das war definitiv nicht. Das ist obvious. Das muss Counterfight gewesen sein. Nein, das war Jan. Das war definitiv Jan. Ich bin gerade von... Moment, ich muss die Karte aufmachen. Von Reaktor in Security reingegangen. Ja, warte mal. Und da habe Warum bist du nicht zum Oxygen gegangen? Lass ihn doch mal aus. Sorry. Was für ein Oxygen? Das Oxygen wäre depleted, mein Freund? Was ist denn? Red Deutsch mit mir. Das Oxygen wäre, also der Sauerstoff wäre abgelaufen und wenn Daniel und ich nicht die Aufgabe machen, dann wären wir erstickt. Ich habe da keine Ahnung von, ehrlich gesagt. Also ich habe dich nur da rumlaufen sehen, aus dem Raum kommend, wo ich dann vom Reaktor aus reingegangen bin. Das ist in die Security. Und kein Plan, wo Oxygen sein soll. Den haben wir gerade beobachtet, verdammt. Du hast gesehen, dass Jan im Security war und da hast du dann später die Leitung. Also Dani war safe. Den Schatten von Jan habe ich weglaufen sehen aus Security. Und dann kam ihm aus Security. Ich habe vorher Jan... Ja. Gesehen, wo, ich weiß oder gar von nicht, Richtung Security auf jeden Fall. Ich sag Jan. Xehan wurde umgebracht. Jan kam Fall, das habe ich von Anfang an gesagt. Sorry Jan, falls das jetzt... du kannst gerne noch was sagen. Hast du irgendwas gegen Counterfight vorzubringen? Sonst würde ich jetzt meine Stimme durchbringen. Wie gesagt, ich wollte gerade in Richtung Oxygen gehen, um halt zu verhindern, dass wir alle sterben. Ich habe dich gesehen. Wir haben uns getroffen. Und ich finde es halt etwas verdächtig, dass Counterfight einfach sagt so von wegen, ja, wusste ich ja nicht, nachdem wir schon drei Runden gespielt haben. So, ich habe bis jetzt noch nicht ein einziges Mal von Oxygen gehört. Ja, raus mit dir, Scheiße, raus mit die Scheiße. Ach, ihr Sacksäuer, Alter. Ja. Flo, warum warst du vorhin so langsam mit dem Kill, du Volltrottel? Ich war doch nicht langsam. Uff. Der eine Runde hätte die Eis gewinnen können, wenn ihr etwas schneller gekillt hättet. Es ist übelst super, interessant zu beobachten, wenn man weiß, wer Imposter ist, wie die Leute argumentieren auf einmal. Ja, ich konnte doch nicht ahnen, dass nein, vor allem Counter bei dir wusste ich's nicht. In die scheiß Security Counter reinläuft, wenn ich den Oxygen anmache. Ich meine jetzt Flo. Flo hat ja mich gekillt und dann habe ich mal versucht zu beobachten, wie Flo so reagiert auf gewisse Argumente. Es ist sehr interessant, wie du versuchst, das andere dann reinzuziehen. Counter, das war gerade sehr, dass du direkt das Wort ergriffen hast und dass du direkt gesagt hast. Warum läufst du denn, wenn der Alarm an ist, in Security rein, wenn nur noch drei Leute übrig sind, in der Hoffnung, dass irgendjemand die Aufgabe erledigt? Ja. Jan, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Weißt du, das ist deine Stärke. Stärke, genau. Play again drücken. Oxygen ist auf der Counter O2.
beziehungsweise Admin. Also wenn Oxygen ausläuft, dann ist das in O2 und in Admin, dass da einer hin muss und da den. Da hätte ich auch 10 Minuten gebraucht, bis ich da gewesen das wäre. Sind aber, ich möchte übrigens ganz kurz anmerken, ich fand das am Anfang ziemlich lustig, weil ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wo HF gestorben ist. Ich stand auf der Leiche drauf und habe ihn getötet, bevor er reporten konnte und habe gesagt, nee, keine Ahnung. Wo? Ach, weiß ich nicht. Oh lol. Counter, du musst. Ja, perfekt. Jetzt ergibt das auch Sinn. Jetzt ergibt das Sinn. Aber diesmal waren wir mit den Tasks fast fertig. Also ich hatte tatsächlich nach der ersten Runde hatte ich meine Tasks schon fast komplett durch. Weißt du, theoretisch ist aber schade, dass die Zuschauer auch nur eine Kamera sehen und das von Connor. Ja, also wenn jemand von euch zufällig aufnimmt, dann jederzeit. Ja, nein, das wird für Arbeit, glaube ich. Am besten wäre es eigentlich, wenn es ein Moderator gäbe für die Aufnahme. Aber da Connors Videos eh kaum jemand guckt, ist das, glaube ich, auch egal. Ach, die Zuschauer von den Videos sind sowieso doch alle hier in der Aufnahme mit drin. Ja. Nico, weißt du das? Hä? Nico, gibt es quasi so einen Zuschauer, der so alles kommentieren könnte? Ja, ich keine Ahnung, ich glaube nicht. Im Game. Nee. So wie bei CSGO. Glaub, zum Beispiel. Keine Spectator oder so. Nee, also meistens werden halt so Zusammenschnitte dann erstellt aus mehreren Aufnahmen. Kameras, ne? Ja. Gab es nicht so einen User, der immer bei Inferi-Videos geantwortet hat, aber dann irgendwann aufgehört hat? Wer war das? Sylaikan. Du meinst Sylaikan, genau. Den meine ich. Das aber ist auch gar nicht mein, wenn Conan. Aber lass einfach die nächste Runde starten. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, und kann dann dem Imposter folgen oder so als Geist, wenn er. Ich hab's versucht, ich wollte jetzt auch so ein bisschen eben dann gucken, wie sich die anderen verhalten. Scheiße, genau. Ich dachte, ich wäre super safe, weil Counter einfach dann nach rechts rüber geht und dann läuft er einfach in Security rein. Kleine Ansage an die zukünftigen Imposter, bitte Conan immer als erstes killen, damit er dann. Damit er verfolgen kann. Ja, ich mach dann sehr schnell meine Task. Also wenn ihr mich killt, dann habt ihr natürlich das Problem, dass die Tasks schnell fertig werden. Ja, mein Gott, aber die anderen müssen ja auch die Task fertig machen, das bringt ja überhaupt nichts. Ist richtig, aber ich bin da sehr motiviert. So. Nein, egal. Ich starte die Lehrer, Alter. Ich fand das richtig. Ich will endlich mein Poster sein, verdammt. Ich habe in der ersten Runde so krasse Erkenntnisse gehabt und dann. Und ich werde es komplett verkacken, wenn ich Imposter bin. Ach, das gibt's doch nicht. Ich fand das so schön, einfach zu töten, während er eigentlich die Leiche reporten wollte. Es darf doch nicht wahr sein. So, wir machen als erstes die doofe Karte. So. Ich meine, es ist natürlich eigentlich auch schlau, dass man in einer Gruppe unterwegs ist, ne? Das ist das nächste Ding. Ach, hier ist das Teil. Eigentlich ist es doof, alleine loszulaufen, aber ich bin so ein nicht gerade Teamplayer, könnte man sagen. Eigentlich ein bisschen blöd ist. Da waren jetzt ganz viele unterwegs, okay. Oh nein, das dauert ewig. Ah, ich will das jetzt erst fertig machen. Es gibt noch genug am Leben. So, aber ich kann jetzt schon mal das Admin-Ding machen. Ich weiß jetzt, dass in Admin auch so ein Teil ist. Okay, das macht gut schon Sinn. Mach mal mit. Ich weiß, einer, der es ist, 100% und dann müsst ihr mir vertrauen. Wer ist gewendet? Counter ist gewendet. Aha, oh krass. Er war Navigation reingelaufen, ich habe ihn beobachtet, bin zur Tour rüber, wollte die Task machen, dann bin ich zur Navigation rüber, dann war er weg. Okay, bevor ich vote, möchte ich erst Counter hören. Ja, das macht schon Sinn. Weil im Moment hat einfach nur einer gesagt, es ist jemand gewendet, das kann ich auch erzählen. Okay, wenn ich einen Fehler mache, dürft ihr mich die nächste Runde rauswählen, okay? Wenn ich einen Fehler mache, nee, ich will ja nur das Counter, darf ja gerne was sagen. Ja, ich glaube, der möchte es nicht sagen. Ich glaube, der weiß es ja. Counter möchte die Aussage nicht kommentieren. Counter kennt das Spiel noch nicht so gut. Ja, das ist Counter, wenn ich jetzt einen Fehler mache. Daraus lernt man doch halt. Ist doch nicht so schlimm. Counter, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann tut es mir unendlich leid, dass ich vielleicht deinen Pixel nicht gesehen habe, als du nach unten abgehauen bist. Aber. Nee. Ich bin die ganze Zeit auf jeden Fall gelaufen und habe mich bis jetzt gerade eben noch stumm geschaltet gehabt. Ich habe keinen Plan, warum du meinst, ich wäre in irgendeinem Ventilationsschacht gewesen. Arsch. Ich bin gespannt. Ein bisschen zu spät jetzt. Ich entschuldige mich 1 Million Mal, wenn das nicht stimmt. Das ist für die Runde gerade eben, Arschloch. Und dann vote ihr mich bitte raus, wenn das nicht stimmt. Okay. Ja, okay. Ach, das in keinem fucking Dings. So. Können wir nachher noch eruieren, was da los war? So, jetzt machen wir den Upload. Und dann ist diese Task. Oh mein Gott. Reaktorschmelze. Ja, ich geh gleich los.
Er hat hier nicht meine Tasks beendet, deswegen. Wir haben genug Zeit, alles gut. Alles gut. So, es wäre natürlich krass, wenn man seinen eigenen Kollegen hin... Achso, hat sich schon erledigt. Habe ich hier einen Task überhaupt? Nein, ich habe da keinen, dann mache ich ihn. Wenn man seinen eigenen Kollegen hinhängt, kommt Dani hoch. Okay, Dani läuft an mir vorbei. Waffen habe ich einen Task. Ach, ich bin immer zu langsam. Wow. Das war die Rache. Ich wollte gerade sagen, das war die Rache des Imposters, dass er seinen Kollegen schon mal rausgehangen hat. Also, ja. Flo lag vor Electrical und Electrical war die Tür zu. Mehr habe ich nicht gesehen. Okay. Okay, mit Electrical hatte ich überhaupt nichts Nico, zu tun. Ich habe Nico gesehen, der mit mir einen Task in Weapons, glaube ich, gemacht hat oder so. Ich weiß nicht. Und dann habe ich HF gesehen und wir waren noch zusammen in Admin. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es... Ich glaube, HF ist safer. Er hatte so 1000 Gelegenheiten, mich zu töten, wo kein anderer mehr in der Nähe war. Auch am Anfang haben Dani, Nico und ich haben die Karte gemacht und sonst keiner. Das heißt, wir müssen... Und ich habe gerade ich habe gerade Conan gesehen, wie er alleine einen Task gemacht hat und da war niemand drumherum. Das heißt, es wäre ein ziemlich dummer Fake-Task irgendwie. Also, ich habe auch gesehen, wie du irgendwie vorbeigelaufen bist. Nico oder... Nee, entweder... Jan. Nur Jan. Ich will Jan. Also ich hatte mit Sunny gerade den Reaktor gemacht. Wer als Jan? Jan ist Donald. Orange. Ich übersehen, Sunny. Jan ist orange, genau. Sunny ist so still. Gar nicht gesehen. Conan auch nicht. Also Sunny und ich haben den Reaktor-Meltdown gemacht, mehr habe ich nicht gesehen. Okay. Und Jan hat sich... Wie wahrscheinlich ist das, Jan Self-Report gemacht hat? Ist wahrscheinlich über... Oder nicht passieren. Kann man natürlich also schon... Ich sag's mal so, es wäre aber ein ziemlich dummer Play, wenn man der letzte Imposter ist und noch so viele andere leben, sich dann selbst zu reporten. Okay, so. Gut, dann... Nö, nicht zwingend. Ich wollte gerade sagen, das ist logisch. Sagen, das sagen, ist ja, sagen wir es mal so, es ist risky. Dass du das sagen kannst. gibt es im Moment jemanden, der von niemandem gesichert werden kann? Sunny? Also, ich war alleine in Electrical. Wobei Zinni so durch Jan. Aber aus Electrical kommt man per Dingens raus, ne? Per Vent, ja. Per Ventilatorenschacht. Ja. Was? Ja, aber die Tür war ja zu. Ja, aber du kannst dich einfach in Dingens reingewendet haben und dann sagen, hey, ich also war ja hier drin. Also von Electrical landet man mit dem Vent. Ja, aber die Leiche liegt doch davor, also wenn wir doch auf Electrical rausgewendet. Nein. Du könntest ihn umgebracht haben, die Türen geschlossen haben und von, was ist das? Storage ist, glaube ich, ein Vent, was in Electrical führt, oder? Nee, Security oder Medbay. Electrical ist Conan hat als letztes... Also wenn ich der Imposter wäre, würde ich ihn umbringen, da reingehen und dann die Tür zumachen. Ich müsste da nicht reinwenden. Ja, oder so. Siehst du? Siehst du? Wow. Kann es Conan sein? Nö. Nee. Also Conan würde ich ausschließen, weil er halt diesen Task da gemacht hat. Okay, gut. Vielleicht hat er sich aber auch einfach hingestellt und gewartet. Ja, aber ich war auch gar nicht in der Nähe. Wo war die Leiche? Bei Electrical oder wo? Bei Electrical, skippen wir jetzt gerade einfach. Alle? Wir können skippen. Ich hab geskippt. Wollen wir? Okay, dann skippen wir. Ich meine, wir haben schon einen Imposter getötet. Es gibt keinen Grund, jetzt zu voten. Ja. Ich schwöre, ich habe Skip gevotet. Steht bei euch, dass ich HF gevotet habe? Nein, ich habe dich aus Versehen gevotet, weil ich dachte, du bist der Umkehrer. Junge, die Visual Bugs einfach. Also mein Gehirn. Jetzt mal Ruhe, aber vielleicht, weil du ein Imposter bist, bist du ein bisschen aufgeregt. Oho, mein Gehirn ist ein Visual Bug. So, wir machen weiter Tasks, denn das kann ich gut. Sterben kann ich auch gut. Hilfe! Wer ist das? HF. Was ist mit dir? Machst du Licht an? Mach Tasks. Oh, das blöde Ding wieder. Aber jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt kann ich's. Oh, das sind so Tasks, die lernt man auch einmal. Oh, da unten. Antrieb unten, okay. Habe ich vorhin gar nicht wahrgenommen, dass da auch noch was ist. Schup. Komm schon, das ist doch einfach Zunni. Okay. Also, Jan hat die Lights gemacht, Conan hat mich nicht gekillt.
Con und die anderen drei, Nico, Danis, Clear, Sean hat gerade reported. Also muss Cindy sein. Warum muss Cindy sein? Finde ich gut, die Logik. Aber warum muss könnte aber, also so, ich will jetzt nichts sagen, aber könnte man ja, doch, auch als verstehe, natürlich, um jetzt andere loszuwerden, könnte man auch jetzt andere einfach versuchen hinzuhängen. Aber es ist ja richtig, dass gut, du die Lines gemacht hast. Ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit, jetzt noch zu gewinnen, einfach Leute rauszuschmeißen. Aber nee, aber, dann aber auch ist, an sich ist es richtig, dass er die Lines gemacht hat. Aber dem war bei ihm in der nächsten Runde, also das wäre dumm. Ich war an sich bei ihm. Ich meine auch, dass er die Lines gemacht hat. Deswegen, er hat mich Tasks machen sehen. Ja, aber die Lines gemacht ist ja wohl ein sehr schwaches Alibi. Naja, das kann der Imposter. Es ist kein starkes Alibi. Aber Zündi, hast du denn... Der Imposter kann, mal kurz, der Imposter kann doch nicht die Lines machen. Wenn es wieder hell wird. Doch, kann er. Der Imposter kann natürlich die Lines machen. Der Imposter kann die Lines machen, ja, never mind. Aber der Imposter kann alle Emergencies machen, die ankündigt. Grün ist nicht so Imposter, weil in der letzten Runde war Grün safe und. Ja, es ist richtig. Hat sich ja nichts geändert. Also, hört mal zu. Jan würde nicht die Lines sabotieren, um dann selber die Lines zu machen. Das wäre doch komplette Zeitverschwendung. Das ist Zinni. Das ist einfach Zinni. Weil, wenn man kann ich, schon selber Lights machen würde, Lights sabotieren würde, dann würde ich irgendwo anders hingehen, um irgendjemanden zu töten. Aber ich würde doch nicht dann selber dahin gehen, vor allem mit so vielen. Oder Leuten. Ich versuche halt irgendeinen so losten Crewmate zu überzeugen, dass ich es nicht bin. Aber Zuni, was hast du denn so dem entgegenzusetzen? Ich muss nur noch den Download machen, dann bin ich mit meinen Tasks fertig. Also macht mal hinne. Ich muss nur noch den Upload machen, meine ich natürlich. Nice. Wo musst du den machen, den Upload? So. Den musst du immer bei Admin machen. Ah, okay. Na gut, das kann er auch wissen, aber ja, kann man seinen Vote eigentlich wieder zurücknehmen? Richtig. Nur mal so Interesse haben. Nein, kann man nicht. Nee, wenn gewotet ist, gewotet. Cindy, dann tut's mir leid, ich hab dich jetzt schon mal gewotet. Ja, dann können das immer noch override. Denkst du denn, Cindy, wärst du denn okay damit, wenn du dich jetzt opfern würdest? Ja, aber wofür? Also was bringt's denn? Also einfach nur, ne, jetzt hat uns Ricardo ein bisschen geshit-talkt vielleicht. Er hatte einen guten Grund dazu, aber vielleicht stimmt's ja trotzdem. Also das Ding ist halt, Ricardo ist eigentlich ja wirklich safe. Und warum sollte er jetzt ja, das andere hinlegen? Nee, das meinte so. Er kann ja trotzdem... Ich würde zuerst Studi voten, wenn dann... Also ich meine eher so, kann ja sein, dass es trotzdem nicht stimmt, weil es jetzt einfach falsch war. Aber jetzt haben wir nur noch 15 Sekunden, deswegen ich dachte, ich will zu dir so. Und wir hatten ja vorhin auch, vorhin waren es ja auch so, es konnte sich fast jeder gegenseitig safe. Ich würde Cindy, glaube ich, ein bisschen in Schutz nehmen wollen, aber okay. Ich nehme auch Cindy. Ja, es ist so per, die anderen waren vorher safe und es wirkt schon so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ist halt irgendwie mehr Glück jetzt vielleicht. Scheiße. Ja, oder? Okay. Naja, der war free. Sorry, Cindy. Da oben sind auch. Mein Gott, ich renne immer wieder dumm um. Habe ich ja auch noch Tasks. Och nö. Ja, soll ich lieber. Oh ne, das ist dieser Scheiß. Soll ich lieber den Emergency-Button drücken? Wir voten den letzten Raum. Weil wer kann es jetzt noch sein? Noch völlig lost ist das Spieler. Jetzt ist hier wieder realistisch. Wer läuft da los? Das ist Nico, okay. Warum hat Jan gerade nicht den Task gemacht? Ah ja, hier bin ich stehen geblieben. Wieso war Jan gerade nicht bei... Also, der ist ja da rausgelaufen. Das fand ich gerade sehr merkwürdig. Okay, Dani kontrolliert die Kras. Wo ist jetzt... Ich muss Waffen... Na, jetzt ist hier wieder zu. Ist er noch da drin? Sieht man, ob er noch da drin... Ja, okay, man sieht das. So. Ja, dann machen wir jetzt noch schnell Waffen fertig. Ja, Licht ist mir jetzt egal. Wo ist denn das? Da. Ah, das ist einfach so ein Ding. Easy. Und dann haben wir noch einen Task bei Navigation und dann sind wir fertig. Dann haben wir alle Tasks
Ah. Oh. So, erledigt. Sehr schön. Gut. Dann können wir jetzt eigentlich weiter Beobachtung machen. Und Leute suchen. Und Licht anmachen. Nee, Licht ist an, oder? Hä? Oh. Erstmal, dass ich jemanden reporten darf. Wow. Wer ist denn da gestorben überhaupt? Rot war das, ne? Ja, Rot liegt da. Und zwar, wo ist das? Unten bei Storage. Unten rechts. Da war ich auch gerade. Ich habe mal eine Frage an Jan. Mhm. Es war ja Reaktor, ne? Da waren ja die zwei Dinger zum Erledigen. Ja. Du bist da rausgekommen. Ich bin da erst reingegangen mit Ricardo zusammen, hab gesehen, dass schon jemand unten steht. Ricardo ist nach oben gegangen, dann bin ich natürlich weggegangen, weil ich dachte, also, hey. Achso, weil schon andere da waren, okay. Genau. Ja, das habe ich auch gesehen, dass Jan reingekommen ist und dann weggegangen ist. Okay, okay. Ich habe wirklich keinen Plan, wer das ist. Wo hast du... Ich hatte gerade Kopfhörer waren leer, ich habe nicht verstanden. Wo hast du die Leiche jetzt gefunden, Colin? Unten bei Storage. Storage. Ich glaube, CERN ist clear, ich bin mir aber nicht sicher. Scheiße. Das Ding ist, ich war am Ende bei Storage. Ich glaube, ich hätte sogar fast den Killer noch gesehen, weil ich war von rechts nach Storage reingekommen. Ich hatte unten links einen Namen gesehen. Ich habe aber gedacht, nee, ich gehe da jetzt nicht hin, sondern bin dann zu Admin gegangen. Und dann, ich wollte dann von Admin wieder nach unten gehen und dann kam der Report. Also kann natürlich sein, dass ich da schon Content gesehen habe, das weiß ich nicht. Also ich bin nach Reaktor, bin ich über Upper Engines rückgelaufen, über Weapons, habe da meinen Task gemacht, dann habe ich in Navigation meinen letzten Task gemacht und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich einfach rumlaufen und bin einfach rumgelaufen. Also du bist also aus derselben Richtung gekommen wie ich am Anfang, interessant. Ich kann CHN hart clearen, weil ich gesehen habe, wie der Müll runtergeflogen ist, als er die Task gemacht hat. Also, ja, danke. Gut. Ja, Dani hat am Anfang mit mir die Karte gemacht, Conan hat Task anscheinend gemacht, aber Jan hat mich auch nicht getötet. Ich weiß nicht, wer es sein kann. Dani, wir waren zwischendurch oben bei Medbay zusammen eingesperrt, oder? Ja. Also ja. Dani hat mich nicht getötet, ich würde Dani clearen, der hätte mich super easy killen können. Ich muss auch sagen, es war relativ oft die Tür immer zu. Also ich kam letztes Jahr immer nicht weiter. Ich war in Cafeteria, war ich mal eingesperrt. Und ich war mit Dani, nicht mit Dani, aber Dani war in dem Kameraraum. Da war ich nebenan eingesperrt. Ja. Ja, habe ich auch gesehen, also, dass du da auch rumgestreunert bist. Aber echt keine Ahnung, leider. Ich bin lost. Ich hätte fast dazu tendiert, dass wir jetzt einfach skippen und versuchen, noch so viele Tasks wie möglich zu machen und wir uns idealerweise... Ich hab nichts mehr zu tun. Skippen wäre eine schlechte Idee, weil wir haben ja noch einen Freekill. Weil mit vier hat man keinen Freekill. Ja, das Ding ist, wenn wir jetzt das irgendwie so hinkriegen, dass wir idealerweise dem Imposter keine Möglichkeit mehr geben, wirklich zu killen. Ihr könnt auch mich voten, weil ich gestern... Nee, so fangen wir gar nicht an. Fälschlicherweise... Conan, wen würdest du reporten? Ja, wen würdest du wählen? Also, es waren eigentlich... Ich guck mal, wer bei... 10 Sekunden noch? Ja, keine Ahnung, wer bei Reaktor mithilft, aber Jan hat es ganz gut erklärt, warum er bei Reaktor ist. Ich habe trotzdem ein schlechtes Gefühl bei Jan, ich will Jan. Ich skippe. Okay. Dani hat es jetzt einfach entschieden, okay. Ich habe nicht schnell genug geskippt. Unglaublich. Oh, lol. Das gibt's doch gar nicht, ey. Dani mit dem richtigen. Wenn ich jetzt nicht bestätigt hätte, dass ich skippe, wäre nichts passiert. Ich habe nicht schnell bestätigt. Ich war auch schon auf dem Knopf. Ja, Ich war auf dem Jan-Knopf. Danke, ja, danke, Dani. Da müsst ihr dran denken, wenn ihr gar nichts macht, dann zählt das gar nicht als Stimme, ne? Alter, Marco hat die ganze Zeit. Also, irgendeine Scheiße gedrückt. Das hat's mir super schwer gemacht, Alter. Es ging voll auf Türen zu. Ja, ich hab's auch gemerkt. Du hast mehr mich blockiert als alles andere. Ich habe eine Frage an Veit. Weil du gerade gleich am Anfang hat ja Flo dich beschuldigt, dass du gewendet bist. Ja, nein. Bist du gewendet? Nein. Oha, was? Ist nicht gewendet. Aber ich bin auch nicht gewendet. Ich bin das ganze Spiel erst später gewendet. Also mich kannst du auch nicht sehen. Wie bist du aus Navigation raus dann? Ich war ja im Gang davor. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich. Also wenn ich gewendet wäre, was mache ich denn jetzt hier, wenn ich ein toter Imposter bin? Ist jetzt nicht die optimale Taktik, hier alles anzublicken. Nee, nicht so.
Du kannst vielleicht gucken, irgendwie, ob ich, wenn ich in so einem Ventraum mit einem Einzelnen zusammen eingesperrt bin, dann wäre das ziemlich gut, weil dann kann ich halt rausgehen und sagen, hey, ich war da gar nicht. Funktionieren aber diese Vents als Tunnel quasi zwischen? Ja, genau. Du kannst von einem Raum in den anderen. Wenn du wissen willst, wie die verknüpft sind, kannst du auf Discord meine Karte öffnen. Ja, alles klar. Verstehe. Das ist die Verbindung, weil du kannst nicht von jedem Vent zu jedem Vent. Du kannst nur von speziellen Vents zu speziellen Vents. Und es können halt nur Imposter. Also solltest du nicht wenden, wenn jemand dich sieht. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie im Kopf, dass in Storage ein Vent ist. Deswegen habe ich Nico da getötet und wollte rauswenden, während die Türen zu waren. Ich hatte Glück, dass ich so gerade eben nach links weg konnte. Ja, da habe ich auch schon gedacht. Du hast mich getötet und dann gingen die Türen zu. Aber leider war niemand anderes mit da drin. Ja, dann kam ich irgendwann. Ich hatte so Glück, dass ihr dann von rechts kam und ich einfach nach links weg konnte in das Vent rein, in Electrical. Bin ich jetzt die Runde noch ein, zwei überleben müssen, Jan. Wollte ich gerade sagen, Dani, der Random Kill einfach. Nö, wieso? Du hast halt einfach, ich hab's halt gerochen, weil du dich so komisch verteidigt hast. Hä? Und so komische, so unwichtige Dinge angesprochen hast. Ich weiß gerade nicht mehr, was das war, aber. Er hat doch gesagt, ja, Dani würde ich safe. Also Dani ist auf jeden Fall nicht. Ja. Ich hatte gehofft, dass Dani dann auf die Idee kommen würde. Ja, stimmt, Jan hätte mich auch easy killen können. Aber ich muss sagen, wir voten ziemlich oft die Falschen raus, so, da sind wir noch nicht so. Wir haben schon ziemlich oft Kollegen geopfert, da sind wir noch nicht so gut. Ja, das ist jetzt dein pädagogischer Anspruch, dass wir immer alles direkt rausreißen. So, nächste Runde hier. Ja, wir machen noch eine in die Aufnahme rein, das passt. Wir sind bei 41 Minuten. Imposter haben wir auch nicht schlecht gespielt. Ich will endlich Imposter sein, verdammt. Ich will gerne nicht Imposter sein, das ist mein dritter Imposter gewesen jetzt, Alter. Conan, deine Videos sind doch sowieso über 2 Stunden Let's normalerweise. Stimmt auch wieder. Das geht so schief. So. Conan, bist du Imposter? Okay, wir tun mal so, als ob wir Dings machen müssen, ne? Wir müssen jetzt hier... Bestimmt. Dings machen. So. Vielleicht habe ich das jetzt gut gemacht. Wahrscheinlich nicht. Wir sollten sicherheitshalber einfach Conan rausvoten. Wollte ich eigentlich auch vorschlagen. Aber das geht nicht hoch, ne? Die Scheiße, da geht nicht hoch. Dumm. Ich bin ein ganz schlechter Imposter, aber ich bin auch zum ersten Mal Imposter. Nein, ich wollte nicht. Ich wollte ihn killen! Nein! Das wollte ich nicht drücken! Das war die falsche, ich wollte killen! So. Tschüss! Ich bin ein schlechter Imposter, ich bin ein ganz schlechter Imposter. Ich gehe zur Reaktorschmelze. Ich helfe euch. Ich helfe euch. Oh, da ist noch einer tot. Ich reporte. Wow. Wer war das? Nico. Ich habe Nico gefunden. Also rot, ne? Genau, Nico ist rot. Ja. Ich wollte gerade zu diesem Reaktor-Ding laufen und der liegt einfach oben auf dem Gang zwischen Cafeteria und Upper Engine. Zwischen Cafeteria und Upper Engine. Da lag jetzt einfach Nikos Leiche plötzlich. Ich wollte gerade zu dem Reaktor-Ding laufen und da liegt einfach Nikos Leiche. Ja, ich habe mit Zuni den Reaktor gemacht und ich bin vor Zuni angekommen. Das heißt, Zuni könnte, ich sag nur könnte, an sich Nico da oben gekillt haben und dann zum Reaktor gegangen sein. Halte ich für unwahrscheinlich, der kam von unten. Ja, war das hast du da, okay. Also die Zeit für den... Ja, ich bin dann bei Electrical stehen geblieben, da war Fight noch mit mir, glaube ich. Also wenn Dani und Zuni den Reaktor gemacht haben, dann sind sie, glaube ich, semi-clear, würde ich sagen. Weil das nee, ich könnte ja, ich könnte ja auch, Nico, ich könnte ja genau das Gleiche gemacht haben, wenn Zuni von unten kam. Ich sah nur, ich habe nur gesehen, er ist an den oberen Reaktor gegangen, deswegen... Ich könnte auch Nico gekillt haben, dann zum Reaktor gegangen sein. Also ich weiß nicht, ist jetzt nicht so... Ja, deswegen sage ich nur semi. Also nicht komplett, aber so... Ich vertraue also euch ein mehr als andere. Also ich vertraue Zuni und Veit. Weil Dani kann ich nicht zu... Ich hatte dich unten bei Electrical davor rumstehen sehen und Zuni hatte ich fast den ganzen Weg gesehen, wie er von... wie wir von rechts unten rum zum Reaktor gegangen sind. Also ja, ich kann nicht sagen, ob ihr sicher nicht Imposter seid, aber ihr wart auf jeden Fall nicht dieser Kill. Also es klingt alles nach zu wenig Informationen wie immer, ne? Ja, voll. Ja. Okay. Hat. Skip. So, mute. Okay, wir wissen, wer uns... Irgendwann vergisst das mal, ich sehe schon kommen.
Wir wissen, wer unser Kollege ist. Und dann sagen wir es ihm nicht. Ja. So, hier ist der Kill. Okay, hier ist Sabotage. Ich dachte vor allem, bei Sabotage wählt man erst irgendwas aus, so, keine Ahnung, dass man hier, ne? Und dann geht das einfach irgendwas plötzlich los. Was zur Hölle? Aber wie kann ich denn jetzt eigentlich? Das habe ich noch nie verstanden, ne? Ich glaube, ich mache einfach mal meinen nächsten Kill. Tschüss. Platz raus. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt nicht so gut. Huch. Dani? Ich halte mich raus. Ja. Haben wir das gerade richtig gesehen? Ich habe nichts gesehen tatsächlich, aber was, sag mal, worauf du hinaus willst, vielleicht weiß ich, was du meinst. Conan kam uns gerade entgegen und in Electrical lag eine Leiche rum. Ach was, ich habe die Leiche nicht mal gesehen. Krass. Ja doch, ja, die Leiche. Conan kam uns auf jeden Fall entgegen. Ja, yeah, und da lag, ja. Halt, da lag halt eine Leiche. Oh, das ist krass. Richtig, war ein Electrical drin, ja. Ja, ist korrekt. Und wir sind ja zu zweit reingekommen und da, wo du vorher standst, lag eine Leiche. Wo ich stand, lag eine Leiche? Ja. Okay. Das tut mir jetzt leid, aber... Das halte ich da für lag relativ, ja nicht eine Leiche, da lag Ricardo. Da lag Ricardo, also... Da lag Ricardo, korrekt, ja. Entweder der liegt da oder der liegt da nicht, da kann er nicht sagen, okay. Ich kann okay sagen, weil ich weiß nicht, dass er auf deine Leiche lag. Es könnte sein, dass jemand nach oben weggewendet ist, aber dann bin ich wohl sass. Ich kann mich da nicht rausreden, wenn ihr sagt, da lag eine Leiche, ich kann mich da nicht rausreden. Also du wärst schon extrem blind, wenn du die nicht gesehen hättest, sagen wir es mal so. Ja, ich bin voll bei dir, Xean. Aber ich sehe es halt, ich denke halt, Conan hat halt einfach Pech gehabt, dass wir gerade zu zweit da reinkamen, nachdem er versucht hat, einfach wegzugehen von der Leiche. Ja. Tut mir leid, Conan, falls das falsch ist und die Person wirklich weggewendet ist, aber ist schon super. Ja, das wäre schon sehr komisch. Also selbst wenn er nicht der Kill war, dann ist halt mit dem Poster halt weggewendet oder hat ihn da stehen lassen. Das wäre natürlich hart assi, aber... Conan, hast du dazu noch was zu sagen? Wenn ihr sagt, da lag eine Leiche, kann ich mich schlecht rausreden, wenn da eine Leiche lag. Naja, würdest du sagen, die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass jemand nach oben gewendet ist oder. Also, sagen wir es mal so, es wäre natürlich ein geiler Play, wenn wir jetzt beide Imposter wären und die da jetzt beschrieben wollen, aber. Das war halt nicht so. Ihr seid mir entgegengekommen, das habe ich gesehen, das ist richtig. Und wenn da dann eine Leiche lag. Was soll ich dazu sagen? Aber ist deine Verteidigung denn nur, dass du sagen würdest, der Imposter ist durch den Vent da halt einfach abgehauen? Oder hast du noch irgendwas anderes? Nee, das ist die einzige Möglichkeit, die anders sein kann. Ja, aber das musst du dann ja gesehen haben. Ich habe niemanden sonst da drin gesehen. Wir haben eh schon gewotet. Ja, dann war es Conan. Also, ich bin ja, ich habe mich wahrscheinlich eh schon rausgewotet. Ich brauche mich gar nicht mehr verteidigen. Wir brauchen keine Lehrer auf dem Schiff. Aber man lässt ja Leuten auf dem elektrischen Stuhl auch immer noch die letzten Worte. Ich hätte Conan sowieso irgendwann rausvoten lassen, weil der am Anfang zu einem Task gegangen ist, der gar kein Task war, aber das war am Rande. Das war kein Task, ups. Nee, das ist dieses Ding, wo du die Worte hinwerten musst. Also du hättest erstmal zu Electrical gehen müssen und dann hättest du das erst machen müssen, aber du bist direkt am Anfang der Runde dahin gegangen. Also das hätte gar nicht sein können. Ich war am Anfang der Runde sowieso total lost, aber das kannst du auf der Aufnahme anschauen. Jo, dann bis nachher. Hättest du auch direkt sagen können, dass du Imposter bist, als ich am Anfang der Runde gefragt habe. Ja. Nee, da war er ja schon gemutet. Immerhin zwei Kills. Jawohl. Ja, super gut gesehen. Jetzt wünschen wir ja noch viel Erfolg. Und ich kann jetzt hier schön sabotieren. Aber vielleicht sinnvoll sabotieren. So, aber wie sabotiere ich jetzt überhaupt? Also wenn ich auf Sabotage drücke, sabotiert er... What? Was ist jetzt, also wie kann ich jetzt, ich kann doch verschiedene Sachen, muss ich dazu irgendwie, kann ich Türen? Jo, ich hab halt keine Ahnung, wie das geht. Wie kann ich Türen zumachen? Ich gehe jetzt einfach mal hier auf Admin, achso, das ist das normale Admin-Ding. Ja, okay, habe ich verstanden. Aber wie? Okay, das war ich nicht. Aber wenn ich jetzt hier Sabotage drücke, dann kann ich ja nichts aus... Ach, jetzt? Ah, wahrscheinlich habe ich irgendwie doppelt geklickt, zufällig. Das kann sein, weil so verstehe ich das jetzt schon eher. Dann kann ich hier draufklicken und sagen, hier, Tür zu zum Beispiel und ab dafür.
So, wo ist jetzt mein Kollege? Ich muss mich orientieren. Wo ist jetzt mein Kollege? Finde ich den irgendwo, dann weiß ich nämlich, was er tut und kann ihm helfen. Okay, da wird jetzt jemand reportet. Jetzt wird es Cindy. Okay. Ich habe gefunden, warte mal, was ist das? Storage müsste das sein. Und der letzte, der mir entgegengekommen war, ist der Orangene The Donald. Ja, ja. Ich habe gerade, ich war im Admin, habe gesehen, dass zwei Leute im Storage waren. Das waren dann wohl Donald und du. Ich und da hast du die Leiche auch gefunden. Fields oder Communication oder so gekommen. Also ich kann Xehan nochmal bestätigen, er hat halt mit mir Tasks gemacht. Ich weiß nicht, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Und ja, jetzt ist die Frage, ja, was sagt denn Jan zu der ganzen Chose? Ich muss auf Klo. Okay, dann können wir dich auch einfach raus. Können wir dich auch einfach rausvoten, dann kannst du auch auf Klo gehen, oder? Das ist okay. Alles klar. Das war zu einfach. Conan, stimmt mal nicht so schnell. Aber ja, sorry. Warum ist Jan jedes Mal im Post? Ich weiß es nicht, ich will wieder Crewmate sein, Alter. Aber du bist ja, halt, das hattest gerade ähnlich Pech wie ich, ne? Du hast getötet und dann bist du jemandem in die Arme gelaufen. Ja, ich hätte. Ja. Ja, weiß ich nicht. Es war auch saublöd, ich hätte wenden sollen. Ich hätte einfach wenden sollen und ich wäre safe gewesen. Es ist zu riskant, in Electrical jemanden zu töten und einfach wieder rauszugehen. Das klappt nie. Ja, ich lerne draus. Ich hab noch mal eine Frage. Wie macht man geschlossene Türen wieder auf? Gar nicht. Warten. Es gibt danach Zeit. Die gehen nach der Zeit wieder auf. So. Genau. Ich habe noch mal eine Frage, wenn man wendet, wie lange kann man in diesem Vent unten drin bleiben? Ist das immer ein Limit? Ewig. Aber dein Kill-Cooldown ist halt eingefroren, solange du im Vent bist. Okay. Das also theoretisch kann man sich da 20 Sekunden heiden und dann rausgehen. Können die Türen nur von Impostern geschlossen werden? Oder ja. Ja, okay, und das ist. Aber egal, wo du bist, also sabotieren. Nicht, wenn ich in der Nähe bin. Das ist sabotieren. Okay, das kann aber selbst der Imposter Geist. Ja, Marco, das kann selbst der Imposter Geist. Ich habe nichts gemacht. Ich hab überlegt, wo du bist. Ich habe dich nicht gefunden und wollte dir helfen, aber ich habe dich nicht gefunden. Aber als toter Imposter, die großen Sachen, die kann man ruhig alle immer anklicken, wenn sie aktiv sind, oder? Hey, seid ihr schon in der Lobby? Nee. Nee. Weißt du, ich hatte in der ersten Runde extra diesmal nicht Flo gekillt, ne? Das war Absicht und dann tötet Conan ihn einfach. Ich wollte vor allem Flo ein bisschen schneller killen. Ich habe versehentlich dann auf Sabotage geklickt. Ich wollte gar nicht plötzlich geht Sabotage los. Dann habe ich einfach schnell noch Flo gekillt neben Dai, weil als ich den Kill-Button gefunden habe. Oh Mann, ich bin eben auf Flo. Ja, waren wir alle ein bisschen sus, deswegen. So, aber ich beende jetzt hier mal kurz die Aufnahme. Dass wir den Part hier abschließen bei 52 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, das ist auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam und sage Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.